Hallo und herzlich willkommen bei Crystal's Delicious. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich ein ganz tolles Rezept für euch, denn es ist endlich Rhabarberzeit und habe ich mir gedacht, es gibt so viele Rezeptvideos schon zu Kuchen, das mag ich auch sehr mit Baiser, ja, aber es gibt schon ziemlich viel. Und da habe ich mir gedacht, nein, heute machen wir was ganz Leckeres, denn der Thermomix ist nicht nur dafür da, um zu kochen und zu backen. Nein, wir können auch ganz leckere Cocktails zaubern. Deswegen zeige ich euch gleich die Zutaten für den Rhabarber-Minz-Cocktail. Wir benötigen 750 Gramm roten Rhabarber, den habe ich hier schon mal in so Stückchen geschnitten, ungefähr 2 cm groß. Dann außerdem noch 250 Gramm Wasser, 100 Gramm Zucker, hier ungefähr 6 Stängel Minze. Außerdem benötigen wir noch 60 Gramm Granatapfelsirup, 140 Gramm weißen Rum und außerdem auch noch 400 Gramm Eiswürfel, die natürlich später. Als erstes bereiten wir den Rhabarbersaft zu. Dazu geben wir den Rhabarber, dann das Wasser und den Zucker in den Mixtopf. Und das Ganze wird dann für 15 Minuten 90 Grad Stufe 1 gegart. 15 Minuten sind um. Jetzt füllen wir das Ganze. Ich habe hier schon mal, ich nehme einfach hier da, wo ich gerade den Rhabarber drin hatte, das Glas. Dann ein feines Haarsieb und dann schütten wir das Ganze hier einmal um. Und dann lassen wir das Ganze abkühlen. Ich lasse das jetzt erstmal hier komplett durchlaufen und quetsche das noch so ein bisschen. Und dann stelle ich das Ganze in den Kühlschrank und dann sehen wir uns gleich wieder. So ihr Lieben, der Rhabarbersaft ist jetzt abgekühlt. Ich habe hier schon mal Crushed Ice reingemacht. Wir haben das hier hinten am Kühlschrank dran, Eis, so ein Eiswürfelmaker. Da kann man auch direkt Crushed Ice machen. Wer sowas nicht hat, der nimmt einfach die Eiswürfel, tut sie dann in den Mixtopf für 8 Sekunden und hat dann so selbstgemachtes Crushed Ice. Also hier habe ich jetzt das ungefähr so 3 Viertel befüllt. Dann geben wir hiervon schon mal so ein bisschen vom Rhabarbersaft rein. Das ist dann 3 Viertel voll. So. Und dann tun wir hier schon mal so ein paar Minzblätter rein. Einfach so nach Geschmack, wie viel ihr mögt. Und dann verrühren wir im Thermomix einfach nochmal den Granatapfelsirup mit dem Rum. Und das Ganze für 3 Sekunden auf Stufe 5. So, und davon geben wir hier auch einfach Schubs rein. Das Rezept reicht übrigens für 6 Gläser. So, und dann stecken wir da einfach noch so ein paar Strohhalme rein. Und können probieren. Du darfst auch, Schatzi. Ich habe natürlich den grünen Halm. schmeckt das lecker, oder? Super. Super erfrischend, finde ich. Ja. Also, ich würde sagen, ihr macht das Rezept unbedingt nach. Ein kleiner Tipp, diese ganze Abkühlzeit, die kann man sich super sparen, indem man einfach den Rhabarbersaft einen Tag oder an dem Tag schon vorher zubereitet, das im Kühlschrank lagert. Einfach in so einem Schraubglas und dann geht ja der Rest ratzefatze. Also ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen und das ist vielleicht eine Idee für euren nächsten Partyabend oder Grillabend. Zum Abschluss, glaube ich, schmeckt das nämlich ziemlich perfekt. Ich wünsche euch viel, viel Spaß beim Nachmachen. Tschüss!